Schauen wir uns nun einen Buffer Overflow auf den Heap an. Wir haben dazu folgenden Beispielcode. In diesem Beispielcode versuchen wir zwei Buffer zu allokieren und werden dann den ersten der beiden Puffer gezielt so überschreiben, dass es über das Ende des Puffers hinausgeht und in den zweiten Puffer hineinreicht. Und wenn wir dieses Programm entsprechend kompilieren und ausführen, bekommen wir eben folgende Ausgaben hier oben in den ersten fünf Zeilen zu sehen. Wir sehen, der Puffer 2 ist nach dem Overflow berührt worden, obwohl wir ausschließlich in Puffer 1 reingeschrieben haben. Das heißt also, unser Überlauf hat an der Stelle entsprechend geklappt. Die Fehlermeldung hier unten ignorieren wir zunächst mal an der Stelle. Wir wollen das Ganze mal uns im Debugger anschauen, um nachzuvollziehen, was dort passiert ist. Dazu werden wir zunächst mal Breakpoint setzen, und zwar an die Stelle des Überlaufs, also kurz bevor der Überlauf passiert, also in Zeile 39. Wir lassen das Programm bis dahin laufen und schauen uns jetzt mal den Speicher der beiden Heap-Speicherobjekte Buffer 1 und Buffer 2 an. Und zwar machen wir das über dieses db-Kommando, das im Prinzip ein Hexdump des Speicherinhalts ausgibt, startend an der Adresse von Buffer 1 für 32 Bytes. Buffer 1 ist zu dem Zeitpunkt also leer und Buffer 2 hat wie erwartet unsere 15 As. Jetzt setzen wir einen zweiten Breakpoint auf den Punkt nach dem Überlauf. Lassen das Programm bis dahin weiterlaufen. Jetzt ist der Überlauf eben passiert und wir schauen uns wieder den Speicherinhalt an. Zunächst für Buffer 1. Das ist wie erwartet. Buffer 1 ist eben mit Vielfachen des Buchstaben X überschrieben worden. Wir können das Ganze nochmal uns ein bisschen für einen bisschen größeren Bereich anschauen. Wir sehen also hier, genau, ist eine ganze Menge an Xen entstanden. Und interessant ist eigentlich jetzt, wie sieht es mit Buffer 2 aus? Ja, und Buffer 2, da sehen wir eben tatsächlich auch der Beginn von Buffer 2 ist mit X überschrieben worden. Das heißt, also wir können jetzt hier nachvollziehen, dass das, was wir vorhatten, auch tatsächlich passiert ist. Wir haben also durch Schreiben in Puffer 1 auch erwirkt, dass Puffer 2 manipuliert wurde. Lassen wir das Programm nun zu Ende laufen, dann wird dieser Pufferüberlauf eben entsprechend stattfinden. Genau, und am Ende hält das Programm eben an, weil es abgebrochen wird, weil eben dieser Pufferüberlauf dazu geführt hat, dass der Heap nicht mehr integer ist.